Ja, der KSV Hessen Kassel spielt unentschieden gegen FK Pirmasens. Bei mir steht jetzt Sergej Evljuschkin, 1:1 am Ende gegen Pirmasens. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir sind natürlich so, der erste Gedanke so nach dem Spiel ist so ein bisschen enttäuscht, weil wir gern zu Hause ja, nach dem Unentschieden statt Allendorf wieder einfach einen Dreier geholt hätten, um so uns ein bisschen festzusetzen, da oben eine gute Punkteausbeute zu haben. Deswegen ist der erste Moment so ein bisschen, klar, man hat einen Punkt zu Hause geholt, aber irgendwie hätte ich doch gerne heute gewonnen. Also, aber es war schwierig, Pirmasens hat uns viel abverlangt, das ist eine sehr robuste, sehr zweikampfstarke Mannschaft. Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, glaube ich. Dann hatten wir so eine Phase, wo Pirmasens ein bisschen gedrückt hat nach dem Gegentor. Zum Glück haben wir dann das 1:1 vor der Halbzeit gemacht und da war ich mir eigentlich sicher, dass wir direkt in der zweiten Halbzeit nachlegen. Da hatten wir eine sehr gute Phase, so direkt nach der Halbzeit, wo wir richtig gut gedrückt haben und mit dem Ball von Ixi dachte ich so, dass wir da in Führung gehen, aber der Ball wollte da nicht rein und letztendlich haben am Ende auch so diese klaren Chancen dann auch gefehlt und dann ja, ist es dann beim 1:1 geblieben. Obwohl, wie gesagt, in der Phase nach der Halbzeit hätten wir das Spiel, glaube ich, drehen können. Du hast heute getroffen, als Innenverteidiger ist das natürlich auch was ganz Besonderes. Freust du dich oder hättest du heute lieber gewonnen? Ja, also wenn ich es mir auch gesucht hätte, hätte ich heute lieber gewonnen. Also so oft komme ich ja nicht in den gegnerischen Strafraum, aber bei Standards versucht man natürlich irgendwie so ein bisschen zu lauern, zu riechen und dass der Ball dann natürlich direkt vor meinem Fuß fällt, muss man ein bisschen Glück haben und ich habe den dann halt reingeschoben, aber wie gesagt, ich hätte lieber heute 3 Punkte gehabt als das Tor. Genau, es gab eine etwas umstrittene Aktion im zweiten Durchgang. Der Ball von Lukas Ixer, der dann auf der Linie geklärt wird vom Pirmasenser mit den Armen vor dem Körper. Hast du die Situation gesehen und wenn ja, wie bewertest du sie? Ich muss sagen, habe ich gar nicht gesehen irgendwie. Ich glaube, der springt ihm an die Hand, aber wie genau, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich habe einfach nur gedacht, komm Ixi, hau ihn rein, aber ich kann es nicht bewerten, ob das Hand war jetzt oder nicht. Also ich war viel zu weit weg, um das irgendwie gut beurteilen zu können. Keine Ahnung. Aber die Jungs haben sich aufgeregt, deswegen, also es schien so, als ob Handspiel im 16er war, aber wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen. Ja, ihr habt jetzt 8 Punkte aus den ersten 4 Spielen geholt. Bist du zufrieden? Ja, wir sind auf jeden Fall nach 4 Spielen ungeschlagen, das ist erstmal das Positive. Wie gesagt, 10 Punkte hätte ich besser gefunden, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es ein ordentlicher Saisonstart und es kommen ja noch einige Spiele auf uns zu, deswegen wir sind ungeschlagen, das ist gut so und die Serie müssen wir versuchen, weiter bestehen zu lassen. Kann man darauf aufbauen. Dankeschön.